1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball für Montag. Ja, das Wochenende ist schon wieder vorbei. Wir starten in eine neue Woche, neues Spiel, neues Glück. Bayern spielt gegen Man City am Mittwoch. Heute habe ich den Doppelpass gesehen. Und habe dann den eigenen Doppelpass in Kempten gehabt mit Ewald Lien, der mir gesagt hat, Doppelpass, so eine niveaulose Sendung. Er war aber auch ab und zu mal da. Und dann sagte er, ja, nur damit die mich dann aber auch in Ruhe lassen. Ewald Lien. Es war sehr spannend heute mit ihm. Wir haben eine zweistündige Diskussion gehabt mit ihm, Holger Pfand, und mit Mokti. Und das Ergebnis war Sprachanteil Ewald Lien 80%. Als ich aber am Anfang sagte, er sei der Hauptgast, hat er sich dagegen gewehrt und hat gesagt, wie kannst du sowas sagen? Und dann hat er 80% geredet. Aber ist vollkommen in Ordnung, weil er hat viel zu sagen gehabt zum Thema Nachhaltigkeit, wenig zum Thema Fußball. Darüber wollte er nicht so richtig reden. Das war schwer mit ihm, die Fußballthemen zu besprechen. Er hat eine grundlegend interessante Meinung zu vielen, vielen Dingen. Er hat auch meines Erachtens nach mit vielen Dingen recht, aber es ist schon anstrengend, mit Ewald Lien 2 Stunden und 10 Minuten zu diskutieren. Aber ich habe es überstanden, Freunde. So viel kann ich schon mal sagen. Ich zeige euch jetzt mal, dass das Weltstarbuch unterwegs ist. Fotos aus Madeira. Zack, das ist der Mann hier mit dem blauen Himmel. Und das andere Foto kommt von der AIDA. Es wird überall gelesen und ich empfehle euch, selbstverständlich lest das auch. Heute war irgendwo in einem Forum etwas über Peter Ustinov zu lesen. Und dann habe ich reingeschrieben, sinngemäß, also ich habe mit Peter Ustinov mal 14 Tage zusammengearbeitet und gelebt. Und es war eine fantastische Schulzeit für mich. Und das Ganze nachzulesen auch in diesem Weltstar-Buch. Schreibt dann sofort jemand drunter, Eigenwerbung, muss das sein? Ja, sonst kriege ich es doch nicht unter die Leute. Sigi hieß er, Sigi, sonst kriege ich es nicht unter die Leute. Ich muss doch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, reich werde ich dabei eh nicht. Ist auch nicht mein Ziel. Und das hat Ewald Lien auch gesagt. Es kann nicht das Ziel im Leben sein, reich zu werden. Na, da widerspricht jetzt der eine oder andere. Dann hat er über Influencer böse Worte gesagt. Gut, ich höre jetzt auf. Das war der Fußball-Talk mit Ewald Lien, der mehr ein Nachhaltigkeitstalk war. Bremen verliert schon wieder gegen Freiburg 1-2. Freiburg bleibt oben. Union spielt nur unentschieden 1-1 gegen Bochum. Das war schlecht für Schalke, weil ich hatte gedacht, Union gewinnt gegen Bochum und zieht die endgültig unten wieder rein in den Abstiegskampf. Aber nein, die Bochumer sind immer wieder für Punkte gut. Heute, am Montag, bin ich in Koblenz auf einem Schiff um, wann bin ich da? 20 Uhr mit Wolfgang Bosbach. Und vorher werde ich einen Podcast aufzeichnen, den längsten Podcast der Welt mit Christian Sprenger und weiteren Autoren. Sprenger spricht, heißt das. 2 Stunden lang, er spricht aber kaum, 2 Stunden lang, deswegen heißt der Podcast auch so, 2 Stunden lang über Bücher. Und wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, werde ich euch das auch sagen. Dann könnt ihr da mal reinhören, wie Christian Sprenger, der ehemalige Sportreporter, was er ja auch immer noch ist, zu einem Literaturpapst sozusagen geworden ist. Was haben wir denn noch diese Woche? Köln in Hoffenheim. Und sonst fällt mir gerade nichts mehr ein. Hey, das hat sich gereimt. Was ich lesen werde diese Woche, ja, das interessiert ja auch immer den einen oder anderen, das hier. Kann man das lesen? Achso, mancher hört es ja auch nur. Dalai Lama, Ratschläge des Herzens. Ich habe etwas sehr Kluges gelesen heute Nachmittag. Es war so eine Art Kritik und die lautete, wir lieben nur noch mit den Augen und wenig mit dem Herz und der Seele. Was will uns dieser Satz sagen? Ja, dass wir oberflächlich auf Dinge schauen und die lieben und dabei das Herz und die Seele vergessen. Aber deshalb gibt es ja hier Herz, Seele, Ball. Freunde, das war's für heute mit dem Dalai Lama, Ewald Lien und ein paar Randbemerkungen. Und jetzt brandet hier wieder Applaus auf. Das ist neu. Ich habe Klaköre hier. Tschüss. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.